Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind, glaube ich, hier soweit fertig in der Kanalisation. Jetzt warten wir nur noch auf unseren Kollegen hier und ich sollte mich vielleicht mal, wenn ich schon mal hier bin, mal erholen. Das wäre vielleicht eine gute Idee, weil MP sind immer ein bisschen knapp bei uns. Okay, ich habe ein bisschen an den Waffen herumgewerkelt. Und ja, ich habe bei vielen irgendwie die MP erhöht, weil mehr gab es jetzt nicht so viel bei einigen Charakteren. Und ja, schicksalsvolle Entscheidung. Hier ist auch ein was ist das denn für eine Platzierung? Ey? Das ist, als würde zum McDonald's in irgendeinem Burger King platzieren. Der Typ schon wieder. Ja. Und wo sind die Teufel vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belger zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Oh ja. Okay. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bababababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Fallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie, dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Haha. Hier. Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Pech für euch. Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Oh nein. Ja, ich hab sowas von gewusst. Der kommt echt nochmal. Hey, guter Schuss. Na dann, Marcolinchen, guten Appetit. Verdammt. Hey, schieß auf das Teil. Oh nee. Komm mal, noch mehrere von denen. So. Schon analysiert, er hätte ich den gar nicht analysieren müssen damals. Ich will mal wieder gern den, danke. Ich habe gerade Dreieck gerückt. Okay, die Viecher halten nicht so viel aus anscheinend. Was bist du gegen Feuer? Feuer habe ich glaube ich wieder nicht, ne? Bird hat Feuer, super. Ah, du blödes. Ich glaube, wir hauen erstmal hier so ein bisschen ab, ne? Okay. Was mit den kleinen Viecher hier kaputt, ne? Wer die schon wieder respawnen? Warum tauchen die überhaupt hier auf, wenn die überhaupt nichts machen? Oh, ich sehe da oben schon so Dinger, wo so Wasser rausströmen kann. Ist nicht gut. Noch mal Regen auf mich.
uns mit zum Vorbereiten, ja. Noch tiefer. Au. Was ist das? Hat er schon wieder ein neues aufgetaucht? Dann mach wieder Tsunami, ne? Oder? Okay. Hat der jetzt gemacht? So, du komm mal her. Kann ihn seinen Schwanz angreifen, okay. Eis im Tag füllen sie. Wer hat darunter scrollt? Gar nicht. Magieattacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Im Eiselementar gar nicht. Oh nee. Ja, okay, wir sind weg von da. Mal weiß ich. Was meinte ich nicht eigentlich? Regener ging auf alle, merke ich gerade. Ah, oh, gut. Ja, bist du dagegen? Immun. Das war. Den Schwanz, den treffe ich doch gar nicht. Das war deutlich einfacher als damals, finde ich. Wir versuchen erstmal einige Sachen hier. Himon. Ich schlag deinen Schwanz ab. So, Tifa. Und dann kaputt. Oh. Ja, weil ich alle habe, ne? Deswegen ist Regen auf alle gegangen. Aber im Original wäre nicht, hätte nicht geklappt. Oh, sehr gut, Daddy. Was soll das immer? Damit die Boxen hier weg sind, damit ich hier weniger sehe oder was? Mich weniger verstecken kann, meine ich. Ein bisschen doof. Au. So, ich tue mal wieder Regener auf alle einsetzen. Au, guck mal. Aber warte, ich bin gleich tot. Hilfe, tiefer. Nicht treffen lassen. Oh Gott. Mache ich wieder Regen auf alle. Da ist richtig praktisch. Also ich könnte ja auch Barriere auf alle machen, stimmt. Okay, tun wir mal beschwören. Und zwar Ifrit, war der schwach gegen Feuer? Ich weiß es nicht. Ja, ne. Er ist genau wie damals. Hi. Ich auf Stufe 31 reicht, weil ich diese kleinen Viecher erledige. Ich gehe aber nicht auf die los. Sein Schwanz ist jetzt ein bisschen ange. Aua. Oh, Limit. Atomisator. Jetzt gebe ich alles. Gott, bitte sag mir, ich bin nicht zu weit entfernt. Sehr gut. Sag. Jetzt Klimmgefahr, Busch. Ah. Und das war's. Wow, der war tausendmal einfacher als damals. Ah, schön. Das war nicht schlecht, muss ich sagen.
Oder liegt nur hier. Er macht mich nervös. Gott, dann. Dann Corneo hinterher. Ja, aber wir gehen uns erstmal hier hoch ein, würde ich sagen. Können wir sogar. Nee, können wir nicht. Lebst du noch? Wusch. Nee, anscheinend nicht. Ist okay. Ach ja, der wurde mitten durch die Tür gehauen. Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich habe sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man es erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Oh. Ein Wiedersehen. Oh. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. So, okay. Dich war das mit dem Wiedersehen, das hast du ja noch so zusammengereimt, ne? Komm schon. So, irgendwie... Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Tür, genau. Halt, einen Moment. Das ist irgendwie... Ja, komm mal nach oben. Hier will ich raus. Gut. Schloss geöffnet. Hier sieht es aber auch irgendwie aus. Ist jetzt was geändert, wo ich den Wasserspiegel gesenkt hat? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Übergang zum nächsten Gebiet, ne? Ja, guck mal, jetzt bin ich vollkommen anders. Dann gehen wir wieder runter. Gut, gehen wir raus. Ich nehme an, wir haben ja alles. So, dann können wir jetzt noch die eine Nebenquest abgeben. Und dann können wir diese Wand da hochklettern. Modifikation zurücksetzen. Non Corneo. Anja und Scarlett. Ja, ihren Namen haben wir noch gar nicht, glaube ich, gehört, ne? Kämpfe gegen Esper könnten wir auch noch mal versuchen, genau. Oh Gott, wird der mir aber deutlich Schaden gemacht. Ob das gut geht, ich weiß es nicht. Wir können es mal versuchen, weil ich hätte schon gerne Leviathan, ne? Kampf wird bestimmt episch, nicht so episch wie in Final Fantasy 15, aber ja, also sowieso einer der krassesten Kämpfe. Fliegst durch die Gegend, hast irgendwie so 10 Waffen um dich herumfliegen, schießt dir auf diese riesige Schlange, die explodieren bei Kontakt. Ich sag mal, cool, das ist voll krass, ey. Final Fantasy 15 Leviathan-Kampf. Krasseste Kampf überhaupt. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Ja, habe ich vor. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden.
Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Nein, noch nicht, Barrett. Erstmal müssen wir noch Nebenquests abgeben. Oh cool. Sehr gut, danke. Spart mir ein wenig Zeit. Oh, mir wird hier sogar gezeigt. So. Was? Ach ja, stimmt. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na sowas? Der Racheengel der Slums? Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Oh. Ich habe gedacht, wir müssen zu der einen jetzt zurück. Weil die ganze Zeit irgendwie so eine Markierung hatte hier. Was warte, ich gehe nochmal da hin. Ich habe ehrlich gedacht, die wäre Male. Aber ja, da sieht man mal, wie gut ich mir wieder hier einen Namen merken kann, ne? Mal Sprung. Weil die Quest hat mir die ganze Zeit gesagt, ich soll hier hingehen. So, da ist sie immer noch. Über die Mauer, das ist das Einzige, was noch übrig ist. Hi. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben. Okay, haben wir schon. So, wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Bietet ihr die an oder was? Ist nicht gedacht, dass diese Kirche noch benutzt wird. So, gut. Da ist, wir haben alles abgeschlossen, ne? 18, außer irgendwo ist noch eine Quest jetzt. Glaube ich jetzt nicht. Ne? So, dann gehen wir mal zum Walmart. Freikämpfe sind jetzt auch nicht. Also weiß ich eigentlich gar nicht, aber ich werde jetzt in diesem Part noch nicht in der Story weitermachen. Wir versuchen jetzt Leviathan. Und vielleicht tue ich mich dann offscreen noch mal irgendwie umschauen, ob ich vielleicht noch irgendwas finde, was zu tun gibt oder so. Oder ob in den freien Kämpfen irgendwie was offen ist, was Neues. Einfach nur, um sicher zu gehen, damit wir ja alles erledigt haben. Ich glaube nicht, dass wir danach wieder noch zurückkommen. Es wird, glaube ich, nur noch ein durchgehendes Abenteuer hier. Ein Abstecher zum Shinra-Hauptquartier. Weil ich mich frage, im Original musste man eine Batterie noch irgendwie haben, um irgendwie an einige Schätze heranzukommen. Ich weiß nicht mehr genau, wo man die Batterie herbekommen hat, aber scheint hier, glaube ich, auch nicht vorzukommen, ne? Die braucht man, glaube ich, nicht, um da hochzukommen, aber um einige Schätze, glaube ich, dran zu kommen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so was in der Art. Da musste man irgendwie holen, bevor man irgendwie da hochgegangen. Aber ja, ich sehe jetzt nichts. So, du Kollege. Ich bezweifle, dass ich damit diesen einen Versuch jetzt hier schaffen werde. Ja, wir können es mal versuchen. Leviathan. Ich meine, war schwach gegen. Jetzt lege bitte dein Portable. Gegen Elektro, aber ja. Ich glaube, der Schaden, den er ausgeteilt hat, war irgendwie das große Problem.
Wenn wir den immer noch nicht schaffen, dann müssen wir halt vertagen. So, perfekt, wir haben schon wieder Regina erstmal. So, gut. Gut, analysiert habe ich dich schon. Ne, du bist immun gegen alles, mehr oder weniger. Also, komm. Dann versuchen wir mal Blitz. Rückenflosse, wat? Das hat nicht so viel gebracht. Ich habe gesehen, ich kann die Rückenflosse angreifen. Au. Okay, wir scheinen halbwegs zu überleben. Das ist doch mal gut. Ich glaube, wäre besser, wenn wir irgendwie mit Barrett in den Fernkampf erfahren. Ah, oh Gott. Na, Rückenflosse. Ich greife einfach mal die Rückenflosse die ganze Zeit an. Oh Gott. Warte mal, Feuer. Ganz kurz einen Schnitt machen. Okay, weiter geht's. Boom. Ja, mach. Ja, okay, Blitzer. Ich muss schon sagen, was habe ich jetzt gerade gemacht? Na, warte mal, ich glaube, wir sollten weggehen. Energieaufladung. Gefällt mir nicht so. Tiefer, Barrett. Ja, wo ist die Rückenflosse? Ja, okay, warte, dann machen wir gleich. Triff irgendwas. So, und Tifa, du... Oh. Wollte ich eigentlich nicht beschwören, aber okay. Super. Hätte ich doch lieber Ifrit oder so gehabt, aber mal gucken. Also bis jetzt... Ich meine, wir hatten schon mal schlimmere... Es sah schon mal sehr viel schlimmer aus in diesem Kampf. Ich darf nicht vergessen, gleich wieder Regener auf alle zu machen, weil das hilft schon ungemein, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch noch mal zaubern kann, ob das dann auch direkt sich erneuert oder ob ich erst warten muss, bis das abgelaufen ist. Also für dazu noch tiefer, machst wieder Entfesselung zweimal. Also super. Okay. Gut, ich muss fast gar nicht heilen. Regina tut schon alles wieder. Na, oh, wir voll heilen, außer jetzt vielleicht. Jetzt haben wir Probleme. Oh Gott. Das Problem ist irgendwie, ich komme hier. Oh, stimmt. Ich bin gar nicht benutzt. Ich habe jetzt einfach nur gewartet, bis der abgelaufen ist. 3097 von, weiß ich nicht. Den Rest übernehme ich. Oh, du liegst am Boden, cool. Ich mache die Rückenflosse vielleicht los. Versuchen wir mal den hier. Boom. Na. Und schon wieder Wasserstrahl. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Aua. So, er hat irgendwie gar keine Probleme ja mitzuhalten gerade. So, tiefer. Am besten. Oh Gott. Okay, wir müssen heilen. Einmal den hier. Mal ein paar MP raus, wird schon klappen. Und zack, so. Alles wieder im grünen Bereich. Bei den zu schocken, das wird dauern, ne? Ich glaube, ich sollte vielleicht aus dem Weg gehen. Oh, da ist den seine Dings. Seine, weiß ich nicht, wie man das nennen würde. Über Limit. Okay, zum Glück wurden nur
Okay, eigentlich wurden wir doch schon hart getroffen, aber komm schon, Itaga auf alle. So, und dann kommt Tifa mit Delfinschlag. Passend. Oh, sehr geil. So, wir hauen direkt mit Atomisator hinterher. Zack. Ich hoffe, das macht ordentlich Schaden. Klimmgefahr. Ist er tot? Nee. Ja, fast. Der ist fast tot, jawohl. Blitzra. Keine Ahnung. Fauchende Flut, was ist das? Warte nicht. Ich halte uns mal. Oh Gott. Barret. Das sieht voll gespenstisch aus. Oh, maximale Wut trifft schon. Tut er sogar. Wirkungslos, was? Geht ein bisschen doof, ich komme nicht an den heran so. Warte mal, Magie, Biora, keine Ahnung. Macht trotzdem Schaden. Ja, ich komme nicht an den heran, hallo? Was soll das? Jetzt hier warten oder was? Na, ich habe schon keine MP mehr. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht wieder runter. Hallo? Ein bisschen nervig gerade, vor allem da macht noch nicht mal viel Schaden, also. So, wieder regieren auf uns alle. Ja, okay, ist gut jetzt. Kommst du mal wieder runter, hallo Kollege? Danke. So, hau den kaputt. Na, ist wirkungslos, ehrlich. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Ich bin so kurz davor zu verrecken, ne? Und der macht jetzt so ein Mist. Ich komme nicht an den ran. Soll denn das? Alter. Wie wirkungslos? Was ich denn ja machen? Muss die Dinger hier kaputt hauen oder was? Aber jetzt ist er unten. Komm her. Ja, ich hab's auch wieder, spackt der gerade voll ab. Was war weg? Boah. Sie hat nicht mehr viel kommen. Das ist ja für eine letzte Phase. Ist auch voll dämlich. Ja, gewonnen. Was war das am Ende? Das war hervorragend. Leviathan, den Schutzgott Wutais zu zähmen, vermagst nur du, Cloud. Zusammen mit Leviathan wirst du über Shinra hinwegfegen. Cool. Neue Esper. Will ich natürlich irgendjemanden geben. Ich freue mich auf weitere Daten. So, hast du wieder eine neue? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nein, okay. Okay, cool. Dann haben wir das auch erledigt. Ich nur noch eine Einkampfbericht mit den ganzen Dinger hier lernen. Sämtliche Magie-Materie meistern. Insgesamt 12, ja. Na, wiederbleiben, das wird dauern. Aber egal, wir haben es jetzt auch geschafft. Und Leviathan gehört uns. Gehen wir, weil nicht, ja, wen eigentlich, ne? Barret, würde ich sagen. Schokomoppel. Schade, der Bogensturm. Na komm, du hast Ifrit, du kannst Shiva dann bekommen. Dann war jetzt nur die krassen Dinger.
Ifrit wird irgendwie mehr zu Barrett passen, würde ich so sagen, ne? Ja, mach mal so. Sehr wichtig, okay. Ja, damit komme ich klar. Alles klar, dann war es das für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und klettern mal diese Wand da hoch. Außer ich finde ja noch irgendwie was, ne? So wie freie Kämpfe oder so, keine Ahnung. Wenn ich mal meine Augen offen halten auf Screen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.